Herzlich willkommen bei Video Wissen zum DLR Astro Seminar und den Vortrag von Jürgen Matzka mit dem Thema Das irdische Magnetfeld und seine Erforschung kommt hier die Fragerunde. Viel Spaß. Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also es geht darum, ob sich aus den existierenden Messungen und Modellen und dem, was wir wissen über den Erdkern, auch vorhersagen lässt, wie sich das Erdmagnetfeld in der Zukunft ändert. Also der Prozess ist chaotisch und hat seine Grenzen in dieser Vorhersage. Aber es gibt tatsächlich manche Modelle, die Datenassimilation machen, also so ähnlich wie die Wettervorhersage-Methoden anwenden und die auch relativ erfolgreich waren über die letzten 5 Jahre zum Beispiel. Also die Frage ist, es gibt sehr alte Gesteine, 4 Milliarden Jahre, die eine Magnetisierung haben. Es wird in der Frage postuliert, dass es vor 4 Milliarden Jahren noch keinen Erdkern gab. Und die Frage war dann, ob es einen Silikatdynamo gibt. Ich weiß vom Silikatdynamo nichts, könnte mir im Moment auch nicht vorstellen, wie der funktioniert. Muss bei der Frage also passen. Ja, die Frage ist, wie genau können aus den Gesteinsproben die Magnetfeldrichtungen bestimmt werden? Und also was wir in der Paläomagnetik machen, ist, dass wir immer eine bestimmte Anzahl von Proben nehmen, in der Regel mindestens 7, dann eine Statistik machen und gucken, wie diese verschiedenen Proben in ihrer Richtung übereinstimmen. Und aus diesem Fehlerbalken ist jetzt das falsche Wort, weil das ist ja ein Fehlerkegel, weil wir ja einen Richtungswinkel haben, können wir dann abschätzen, wie zuverlässig das ist. Der kann also bei guten Proben, ist das ein paar wenige Grad. Ja, die Frage ist, was löst eine Feldumkehr aus? Ja, also die Erde hat schon sehr, sehr viele Feldumkehrungen gesehen, die auch von dem, wie wir sie rekonstruieren konnten, auch unterschiedlich sein können. Also manchmal hat sich, also meistens ist die Magnetfeldstärke zusammengebrochen und dann hat sich das Magnetfeld danach wieder aufgebaut, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Manchmal hat man aus den Daten das Gefühl, dass sich also hier der Dipol so richtig umgedreht hat, aber das ist eher ein seltener Fall. Ich denke, was wir heute über den Geodynamo wissen, ist ganz stark geprägt durch diese Modellrechnungen, die wir machen können. Und es gibt schon seit ungefähr 20 Jahren gibt's Geodynamo-Modellrechnungen, wo man also die Physik und alles unser Wissen reinsteckt und dann guckt, was macht so ein Geodynamo. Und es gibt solche Geodynamos, die einfach von alleine heraus eine Feldumkehr starten. Also man steckt dieses, sozusagen, man hat da ein Rezept, man steckt da Magnetfeldlinien, Bewegungen, die ganzen Kräfte, die ganzen Dichten, Massen, Leitfähigkeiten rein und berechnet das System immer Schritt für Schritt und aus einem chaotischen Prozess entsteht dann eben ein Magnetfeld, manchmal in die eine, manchmal in die andere Richtung. Genau, also es gibt, die Frage ist eben, wie interagieren Magnetfelder oder Magneten? Es gibt ja positive Magnetpole, negative Magnetpole. Also die Felder, die agieren im Prinzip so, dass sie sich vektoriell addieren, wie ich das gezeigt habe. Also wenn ich 2 Felder habe, dann kann ich durch Vektoraddition ausrechnen, wie das resultierende Feld aussieht. Und in der Regel ist das so, wenn wir ein homogenes Magnetfeld haben, ein relativ gleichmäßiges Magnetfeld, und da einen Magneten drin haben, es gibt ja keinen Monopol, es gibt ja immer einen Dipol. Und so ein Dipol, der hat dann eben immer der eine Pol, hat eben, den zieht es in die eine Richtung und den anderen Pol in die andere Richtung. Das Ding dreht sich also in der Regel. Und das ist dann letztendlich sowas wie eine Kompassnadel, richtet sich im Magnetfeld aus. Das ist, denke ich, so die Hauptwechselwirkung, die da stattfindet. Nee, das möchte ich nochmal, danke für die Frage, das möchte ich nochmal klarstellen. Also in den allermeisten Fällen, die bekannt sind, nimmt das Magnetfeld stark ab und baut sich dann wieder auf. Und das in der früheren Richtung oder eben in der antiparallelen Richtung und dann haben wir eine Feldumkehr. Das passiert in den allermeisten Fällen. Aber es gibt ganz wenige Fälle, wo man eben meint, experimentellen oder beobachtet, also einen paläomagnetischen Nachweis zu haben, dass tatsächlich ein starker Dipol sich gedreht hat. Aber wenn, dann wäre das wirklich ein extremer Einzelfall. In der Regel ist das schon so, dass das Magnetfeld bricht im Prinzip zusammen und baut sich dann in einer anderen Richtung wieder auf für eine Feldumkehr. Das gibt da keine besonders stichfesten Hinweise darauf, dass es einen großen Einfluss haben könnte. Es gibt, also ich kann mich erinnern, es gibt Studien, die haben tatsächlich im Sedimentkern, im Ozeansedimentkern gezeigt, dass da eben
Mikrofossilien eine Änderung stattfindet, gleichzeitig wie auch eine Feldumkehr aufgezeichnet ist. Aber es gibt auch viele andere Situationen, wo das eben nicht der Fall ist. Wir wissen, dass uns natürlich das Magnetfeld vor der Strahlung schützt. Aber wenn das Magnetfeld fehlt, kurzfristig, also so eine Umkehr ist ja nur kurzfristig, dann haben wir immer noch die Atmosphäre. Dann kommt zwar die Strahlung bis in die Atmosphäre, aber die wird dann eben in der Atmosphäre sehr viel rausgefiltert. Also so den direkten Einfluss auf das Leben am Erdboden oder gar im Ozean, den kann man da eigentlich nicht sehen. Kritisch wird es nur, wenn das, wie es beim Mars passiert ist, wenn eben das Magnetfeld ganz aufhört. Also nicht nur ein kurzfristiger Ausfall des Magnetfeldes während einer kurzen Umkehr, sondern das Magnetfeld stoppt für immer. Der Kern ist durchgefroren, es gibt keine Bewegung im Kern, der Mars hat kein Magnetfeld mehr. Dann beginnt durch den Sonnenwind die Atmosphäre abgetragen zu werden. Das ist also auch beim Mars wohl passiert. Und das würde bei uns auch passieren, wenn das Magnetfeld nicht den Sonnenwind ablenken würde, dann würde der Sonnenwind langsam unsere Atmosphäre abtragen. Und dann hätten wir natürlich mehrere Probleme, das Strahlungsproblem, mangelnde Atmosphäre und so weiter. Ja, also die Frage ist so formuliert, wenn das Magnetfeld fehlt, dann können sich die Vögel nicht mehr orientieren. Und ich erlaube mir jetzt, dass, also die Frage würde ich mit Nein beantworten. Aber, also die Vögel, das wissen wir schon, die orientieren, also manche Vogelarten, die orientieren sich am Erdmagnetfeld. Aber das machen die eben auch nur als ein Sinn von vielen. Die Vögel werden sich also zunächst mal am Sternenhimmel orientieren, an den Windrichtungen, an vielen anderen Dingen, die so mitkriegen auf ihrem Flug. Und nur wenn es dann halt mal tatsächlich so ist, dass die Windrichtung nichts hergibt und die Wolken haben die Sterne verdeckt, dann können die im Prinzip noch mal auf ihren Magnetsinn zurückgreifen. Oder wahrscheinlich ist das auch so, ich meine, bei uns in der Technik ist das ja auch so, man hat verschiedene Sensoren und man überprüft immer, geben die alle das gleiche Signal. Und ist meine Flugrichtung zum Beispiel, das macht das Flugzeug auch. Das hat nicht nur einen Kompass, das hat auch andere Dinge. Und guckt ständig, habe ich ein konsistentes Bild meiner Lage. Und beim Vogel oder bei den Vögeln, die sich eben am Erdmagnetfeld orientieren, denke ich, dass die eben nur in Extremfällen richtig nur aufs Magnetfeld drauf zurückgreifen müssten. Und außerdem, das Magnetfeld ändert sich ja nicht so schnell. Und die Evolution, denke ich, die würde schon dafür sorgen, dass die Vögel sich dran gewöhnen. Also die würden das dann mitkriegen, wenn sich das Magnetfeld langsam ändert mit der Zeit, dass die dann eben ihre Magnetfeldkarte im Kopf sozusagen umprogrammieren. Von Generation zu Generation. Eine sehr schöne Frage. Die Frage ist, ob die südatlantische Anomalie stationär ist, also immer an ihrem Ort bleibt. Und das ist ja schon interessant, weil wir sagen ja, die ist da ja seit 400 Jahren mindestens. Und gleichzeitig habe ich aber auch gezeigt, dass das Magnetfeld immer so nach Westen driftet. Und zwar deutlich. Also wir haben ja bei den Karten von 1700 gesehen, verglichen mit den Karten von 1830 und mit den Karten von heute, da müsste das Ding ja einmal um die Erde gelaufen sein, wenn diese Westwärtsdrift stimmt. Meine Ad-hoc-Erklärung für dieses Problem, das haben wir auch publiziert damals, das ist eben folgendes. Wir haben ja jetzt dieses zweite Minimum, das entsteht, nahe bei Südafrika. Und vielleicht ist das schon so, dass das eine Minimum, das heute in Südamerika ist, vielleicht hat das ja mal bei Südafrika angefangen und hat sich dann ausgeweitet und ist nach Südamerika gewandert und wird halt in der Zukunft wieder schwächer werden. Und dafür haben wir jetzt ein neues Minimum, das wieder bei Südafrika entsteht und dann wieder nach Westen wandern wird. Also das wäre so ein Mechanismus, der die Westwärtsdrift des Erdmagnetfeldes und die stationäre Anomalie zusammenhalten kann. Ich habe jetzt die Folie in dem Sinne nicht mehr im Kopf. Also die Frage ist nach dem derzeitigen solaren Maximum. Und das bezieht sich auf eine Folie, zu der gehen wir mal zurück. Ja, das ist richtig. Das sieht jetzt hier nicht so stark aus, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben wir im Moment das solare Maximum erreicht. Also wir sind schon dran. Wir sind drin, wir sind drüber über das Maximum. Auch wenn das heute hier nicht besonders hoch aussieht. Aber die haben ja auch unterschiedliche Höhen, diese Maxima. Ja, ich würde sogar meinen, dass manche meinen, dass es schon erreicht ist.